Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. So, das schnippel ich dann nochmal mit rein. Ich zeige euch nochmal, wie es nicht geht. Das lad. Gucken aufs Ding. Den Impuls. Jetzt gehe ich hier einfach an die Klemme. Egal, was ich mache. Passiert nicht. Der einzige Unterschied ist jetzt, wie ihr seht, Anfang, Ende getauscht von der zweiten. Ne? Gut, haben wir das wirklich. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal nur mit dem Multimeter an. Also Spannung auf dem Conti. Passiert natürlich noch nichts. Ne? Wenn ich jetzt drücke, fällt er ziemlich schnell. Aber mit 4 Volt gehen wir rein. Ich hoffe, das war drauf zu sehen. Gehen wir mal schnell jetzt hier ran. Ne? 18650. Und wenn wir jetzt das Messgerät mal ablassen und das machen und dann schnell anklemmen, dadurch zack. Kurz 5 noch irgendwas. Gut. Ich denke, das ist dann hochgezeigt. Ja, der Age Energy ist halt zu der anderen, dass hier der Strom nochmal ja, in Reihe sozusagen über die nächste Wicklung wieder angepulst wird oder keine Ahnung, ne? Das ist eigentlich der einzige Trick. Mehr nee. Das war's schon. Gut, in diesem Sinne, tschüss!